Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Loot Kings. Mein Name ist Impex AJ und ich heiße euch herzlich willkommen bei den schönen Items hier. So, neue Runde, neues Glück, ne? Schauen wir mal. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Hab gefarmt wieder ohne Ende mit meinem Fräuschen, die gestern wieder gestreamt hat und heute wahrscheinlich auch wieder. Da schauen wir mal, was heute so passiert, wa? Die Kisten sind wieder rappelvoll, sogar hier die Zwischenplätze, weil ich irgendwie zu faul war, die Folge direkt aufzunehmen. Das Inventar ist auch voll. Also, wir können richtig loslegen, würde ich nur sagen, wa? Also, ich hoffe natürlich, dass hier jede Menge gutes Zeug bei ist. Einmal Bounties sind auch dabei, wie ihr seht, so, aber nur einmal Bounties, aber egal. So, wir wollen nicht lange quatschen, ab geht's, die wilde Fahrt. Schauen wir mal, dass wir hier ein paar schöne Items rauskriegen, wa? Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Glück in letzter Zeit, so. Weil bei uns im Clan, muss ich sagen, seit gestern läuft das relativ gut, angenehm. Also man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren. Es kommen ein paar rote Sachen. Ein roter Jangsbogen war sogar schon dabei. Bei meinem Fräuschen zwar nicht in komplett perfekt, so, aber man kann schon mal was mit anfangen. Man kann drauf aufbauen. So, mal gucken. Und weiter geht's. Wo haben wir die ganzen Fragezeichen? Nicht, dass ich hier irgendwas verhau irgendwie. So. Ah, hier die Down des Feuervogels, die habe ich jetzt bekommen. Die habe ich ja hier momentan noch nicht eingebaut, aber die habe ich durch Kadalla bekommen. Sie hat mir mal was gegeben. Die Nemesis ist auch endlich mal gekommen, auch durch Kadalla. Da ich die Folgen ja nicht aufnehme, wenn ich Blutsplitter weghaue. Aber zeigen tue ich es euch trotzdem, weil vielleicht interessiert euch das ein bisschen. Ich hoffe natürlich. So, weiter geht's. Kadalla war mal ein bisschen gnädig, aber nach so fast 200 Nemesis war das auch mal irgendwann zu erwarten, hoffe ich, denke ich. So, und weiter geht's. Leider eine Runde Flaute, die erste. Die zweite sieht auch noch nicht so pralle aus. Ja, nee, die zweite Reihe war auch nichts. Tja, also das mit den Witching Hour oder Geisterstunden habe ich euch ja schon mal erzählt, ne? In dieser Season reinste Katastrophe. So, hier ist wieder alles. Ja, ich habe gestern ein bisschen Schlüssel gefarmt, bin jetzt bei 130 und versuche hier meine Steine zu leveln, aber dafür sind wir nicht hier, ne. Es tut mir leid, ich schweife immer ab. Aber weiter geht's. So, aufmachen da die ganze Loot. So, und weiter geht's. Rotes wäre mal wieder interessant, ne? Von Kadalla oder beim Würfel, wenn man das mit Bounty-Zutaten oder sonst was ummodelt. Aber da habe ich nicht so viel Glück, muss ich leider mal sagen. Was haben wir hier? Die Wazecha, nein. Schade. Aber ich hoffe ja immer so auf eine rote Waffe, ne? Irgendwie, ich weiß nicht. Waffen sind Mangelware hier. Irgendwie mit Rot. Ich weiß nicht. Sie wollen nicht, sie wollen nicht. Oh, hier haben wir den. Ja, Delsirishan. Ja, ich brauche den auf jeden Fall mit 12. Den habe ich momentan in Uralt leider nur mit 9. Den behalte ich mal. Weil zum Umrollen brauche ich den auf jeden Fall. Weil ich muss den unbedingt im Besser haben. Weil ich im Feuervogel nicht direkt meine Kombination anständig rauskriege. Traurigerweise. Deshalb muss ich da mal ein bisschen rollen, rollen, rollen. Aber der Würste ist fertig. Da sind 80er Kaldesansteine drauf. Das reicht auch vollkommen. 80er und 90er. Reicht vollkommen. Ich bin bei 2,6 Millionen Schalen. Damit lässt sich angenehm farmen im Moment. Also alles im Lot. Im Moment ist alles jod. So. Das Angebot auf jeden Fall steht immer noch, wie ich fast in jeder Folge erwähne. Ihr könnt mir Bilder schicken von Items, die ihr gefarmt und gefunden habt in der Season 14 natürlich. Oder sogar Videos, dann werde ich die rein implementieren hier in mein Video. Wenn ihr da Interesse habt, auf jeden Fall schreibt mich auf Twitter oder Facebook an oder über Twitch. Und dann schauen wir mal, dass wir
uns ein bisschen austauschen und dann seid ihr mit dem Video dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann können wir mal hier ein bisschen rumalbern, wer das meiste Lootglück hat. So, und hier ist auch mal wieder eine Runde nichts, Leute. Eine Runde nichts, eine Runde nichts. Ja, wo bleiben denn die ganzen roten Items, hä? Ja, wo bleiben sie denn? Aber so pralle sieht die Ausbeute im Moment nicht aus. Leider, leider. Also hier war alles sauber. Hier ist auch wieder alles sauber. Hier haben wir sogar schon zwei Dinger leer. Oh Mann. Was ist denn da los? Wir brauchen brauchbare Items. Wo bleiben die brauchbaren Items? Wir brauchen dich. So. Zack. Und weiter geht's. Der Schmied ist immer glücklich, wenn ich da bin, ne? Weil da kriege ich mal viel zu arbeiten. Oder unglücklich. Heutzutage in der Gesellschaft ist man auch unglücklich, wenn man Arbeit hat, ne? Naja, man weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Den Kreuzritter. Ja, toll. Genau das, was ich suche. Kriege ich wieder für jede Klasse was, nur nicht für die, die ich brauche, wa? Das sind ja die besten Sachen. Ja, der Flechtring ist wohl jetzt gerade das Beste, was ich gekriegt habe. Jawohl, freut mich natürlich wieder tierisch, weil das ist der fünfte. Toll. So, und weiter geht's. Jawohl, der Sparmi ist schon wieder dabei. Den bauen wir ja auch so gut, ne? Schlechte Erinnerung an Rot, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und weiter geht's. Bing, bing. Oh, sag ich noch irgendwie in jeder Folge, glaube ich. Bing, bing. So, ja. Ich bin mal gespannt nach des. Oh, ein Ingium, der ist ja gar nicht mal so schlecht, würde ich mal behaupten. Oder? 3000er Int, den können wir mal lassen. Wer weiß für welche Klasse, aber den lassen wir mal. Den behalten wir mal. Vorsichtshalber, bevor ich ihn kaputt mache. Das kann ich ja immer noch machen. Ja, nee, hier ist auch nichts. Nein, nein, nein. Es will nicht. Den Ingium behalten wir mal. Den tun wir mal hier so rein. In die Hall of Fame. Oder Hall of Shame, wie auch immer. Im Moment ist es eine Hall of Shame, würde ich sagen. So, komm, wo ist hier eins? Jawohl. Weiter geht's im Detail. Wir brauchen rote Sachen. Sonst haben wir nichts zu lachen. So, der auch nicht, der auch nicht. Ja, Gott sei Dank ist eigentlich hier in der Reihe nichts Rotes gewesen, weil die ganze Reihe war nicht so toll. Oh, ja, ist es denn wahr? Heiligschaden. Ich habe gestern haben wir noch einen Witz gemacht, so dass ich Sachen bekomme mit Heiligschaden und Stärke. Da, genau da sind sie auch. Der Witz ist auf meiner Seite, den muss ich mal behalten, damit ich den Leuten das nachher zeige. Gestern noch drüber gelacht, so, hahaha. Du bekommst bestimmt bald was mit Stärke und Heiligschaden. Das würde dir passen. Ja, und da ist es. Und dann sogar noch ein schwules Abenteurer, das heißt, ne? Den ich eigentlich gebrauchen könnte in gut. Für mich natürlich. Aber nein. Nein, 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 nein. Der Witz ist wieder auf meiner Seite. Toll. So, hier ist auch nichts dabei. Ja, was ist denn hier los? Wir brauchen rote Items. Blizzard ärgert mich. Boah, die werden ja immer schlechter. Die werden ja immer schlechter. Warum denn? Ach, ihr ärgert mich doch immer. Komm, gib mir die Items ins Inventar hier. Oh, die bräuchten hier irgendwie mal so einen Knopf oder so, dass man sagen kann, alles rüberziehen. Nee. Ja, da haben wir wieder Monk. Ich dachte schon in Rot, das wäre nämlich gewesen. Ingeom. Ja, der ist nicht so pralle. Nee, der ist nicht so pralle.
Obwohl, der könnte eigentlich besser werden, ne? Wenn ich da jetzt, ah ne, 10% ist drauf. Was müsste ich denn da drauf machen? Ah, da muss ich gleich mal gucken. Den lasse ich mal, muss ich gleich mal vergleichen. Ich habe gerade irgendwie so einen Hänger. Hab gerade irgendwie einen Hänger. Was haben wir hier? Zurückhaltung, die brauchen wir auch nicht. Fazi, Zulass. Fazi, Fazi. Ja, hier mal wieder eine Gabe. Die könnte ich eigentlich mal wegschmeißen, wa? Das wäre für ein rotes Item wäre das natürlich eine schöne Sache. Warte mal, was haben wir denn hier? 7% Flächenschaden. Flächenschaden könnte ich reinrollen. Für den Sockel da unten. Tja. Das ist jetzt die Frage, ne? 10% ist hier drauf. Hier könnte ich aber, ja, nee, könnte ich nicht. Hier hätte ich gesagt, hier oben dann die den Heiligschaden hochrollen, aber geht ja nicht, weil unten ja der Sockel drauf ist, der muss auf jeden Fall weg. Hier könnte ich das machen, aber hier lohnt sich das nicht. Ja, nee, den schmeißen wir weg. Der ist für den Poppes. Hier ist alles leer. Hier haben wir noch ein bisschen, dann ist das Fach auch schon wieder leer. Hier auch. Oh Mann, meine Hoffnungen schwinden auf rote Items. Wünscht mir Glück, drückt mir die Daumen. Ach, nee, nee, nee. Ist es bei euch im Moment auch noch so warm? Also bei mir ist es echt höllisch im Moment. Also wirklich höllisch warm. Aber naja, was will man machen? Man soll nicht meckern. Ist es so kalt? Meckert man. Ist es so warm? Meckert man. Man ist ja nie zufrieden, ne? Das Wetter ist in Ordnung, sagen wir mal so. Aber Diablo-Loot ist Katastrophe. Was ist denn da los? Wieder eine Kiste leer. Es tut so weh. So lange gefarmt. So lange gefarmt und so schnell geht's leer. Ach, herrje. So, lass mal gucken. Leider auch nichts. Oh, der rote Rahmen tut immer so gut, ne? Auch wenn es ein Scheiß-Item ist, ne? Aber der rote Rahmen tut trotzdem gut, wenn man sieht. Lass mich doch wenigstens mal einen roten Rahmen sehen. Das Ding ist ja nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Guckt euch das an. Arkan 19% Crit auf Max fast. Dann kann ich Int noch wegmachen für 10%. Der ist zwar nicht uralt, aber den wirst du auch in uralt so, denke ich mal, nicht finden. So viel Glück werde ich nicht haben. Da werde ich mir wahrscheinlich selber noch in die Eier beißen. Bevor das passiert, dass ich den in Rot kriege. Oder in uralt. Aber den muss ich behalten. 19%, 99%. Mega geil, muss ich ja mal sagen. Also, als Nicht-Uralter oder Nicht-Archaischer, Top-Nummer. Den behalten wir. Ich glaube, das ist auch das Beste, was man hier heute rausziehen. Aber die Hoffnung gebe ich nicht auf. Drückt mir weiterhin die Daumen. So. Die letzte Kiste muss es richten. Die letzte Kiste muss es richten. Tja, tja, da muss ich jetzt gleich mal gucken. Mit der Nebenhand, da kenne ich mich so gut. Also so auf den ersten Blick, so sieht es zwar immer schön aus, aber wenn du dann genauer hinguckst, das muss ich immer in Ruhe machen. Hier mal wieder ein Flashring. Oh mein Gott, hier mal wieder eine schöne Witching Hour. Aber da muss ich in Ruhe machen. So, dann sprinten wir mal zur Kiste, tun wir natürlich Nummer 6 dann da rein. So, was haben wir denn hier? 506. Oh, 568. Intelligenz auch mehr. Crit gleich. 4 Arkan pro kritische Treffer oder schwarzes Loch. Da muss Meteor rein. Tja, das ist jetzt die Sache, ne? 4 Arkan pro kritische Treffer. Tja. Tja. Wäre ja eigentlich auch nicht so verkehrt, glaube ich, ne?
Damit ich halt schnell. Obwohl. 15% Leben. Ich halte es mal fest, das Ding scheint schon nicht schlecht zu sein, ne? Ach ja. Gute Frage, gute Frage. Ihr könnt ja auch mal euren Tipp abgeben. So, ich halte jetzt gleich nochmal da drüber über die beiden Items. So, sagen wir mal ein paar Sekündchen. Oder ich gehe AFK und lasse das Video eine Stunde laufen. Hehehehe. Nee, ohne Spaß. Mich ärgert gerade hier so eine Fliege. Dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, welche ihr nehmen würdet. Rot, rot, rot. Die Hoffnung auf Rot. Ist sie noch da? Ja, ne. Alter, guckt ja an. 75 fängt das an, ne. Und den kriege ich natürlich. Ja, so muss es sein. So, haben wir denn noch was? Ja, der letzte Rest vom Schützenfest. So, dann baller ich noch die 1200 Blutsplitter weg. Alles in Gürtel. Weil ich brauche den Delsiris, wie heißt da nochmal, in besser. So, da hauen wir direkt hier alles weg. Komm, 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 komm. Aber reicht der Platz? Natürlich nicht. So, zack. Zack, zack. So, dann schauen wir mal. Nach unten hin schon mal schlecht. Auch schlecht, schlecht. Alles schlecht. Tja, liebe Leute, leider nichts Rotes. Tut mir leid. Aber ich halte jetzt nochmal über die Nebenhand. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche ihr behalten würdet. Ich weiß nicht, ob das mit der Arkankraft ein bisschen was macht, aber hier das schwarze Loch, das muss ja halt weg, so für Meteor. Ne. Ich weiß nicht, ob mir das was bringen würde überhaupt mit kritische Treffer. Gute Frage. Ihr könntet ja auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. So. Und jetzt da einmal rüberschwenken. Das ist mein jetziger im Moment. Ist um einiges schlechter von den Werten. Also ich gehe mal davon aus, dass der andere mir locker 2,5% mehr Schaden bringt oder 2,6. So, Pi mal Daumen. Ohne jetzt die ganzen Sachen, jetzt nur reine PPA-DPS gerechnet, meine ich. Ne? Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr abonniert, die Glocke aktiviert und viele Kommentare schreibt. Ich werde auf alles antworten, sobald es möglich ist. Und es freut mich auf jeden Fall, dass ihr zuguckt oder euren Senf da lasst. Ja, das Beste ist natürlich hier die Flechtringe im Moment. Aber mit dem Schwur des Abenteurers bin ich zufrieden für diese Folge. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht für mein Feuervogel-Set. Damit komme ich auf jeden Fall besser klar. Der rechte, den ich momentan da habe, den uralten, den habe ich momentan auch fürs Feuervogel. Ist zwar uralt, aber den werde ich wechseln. Auf allemal. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Nacht. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Und macht es gut und habt sehr viel Lootglück. Viel Spaß. Ciao, ciao.